Sei gegrüßt, mein Sohn. Du hast mir gefehlt. Haben die Männer begonnen, das Lager zu errichten? Ja, Vater. Gut. Dies ist sehr fruchtbares Land. Ich denke, es wird unsere Heimat sein. Ja, Vater. Uns wird es an nichts mangeln. Komm, setz dich und hör zu. Ich hatte einen Traum von der Zukunft unseres Volkes. Er war glorreich. Ich sah, wie wir das Land und das Meer eroberten. Unser Königreich wuchs und wir entdeckten andere Völker und große Reichtümer in weit entfernten Ländern. Wir ehrten die Götter, indem wir unglaubliche Monumente errichteten, die bis an das Firmament der Himmel reichten. Dann sah ich eine riesige Stadt, gebaut aus Stein, in der ein Gebäude erstaunlicher war als das andere. Die Straßen wurden von Menschen bevölkert, so zahlreich wie der Sand am Meer. Ich sah aber auch Leid, fürchterliches Leid, hervorgerufen durch die Schrecken des Krieges. Doch wir waren stark und unser Volk ging als Sieger hervor. Mein Traum endete und meine Geschichte ebenso. Denn es zeigte sich, dass ich von deiner Zukunft träumte, nicht meiner. Das Schicksal unseres Volkes liegt jetzt in deinen Händen. Ich beneide dich, Junge. Mit deinen Entscheidungen schreibst du fortan die Geschichte. Jetzt geh, mein Sohn, mit meinem Segen und schreibe deine Zukunft.